In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art Steuern sparen können. Diese Tipps gelten für alle Steuerpflichtigen, egal ob Arbeitnehmer, Rentner oder Selbstständige. Ja, und dann habe ich noch einen ganz speziellen Tipp für Sie innerhalb des Videos, den viele wahrscheinlich überhaupt nicht kennen, der aber auch hilft, unheimlich Steuern zu sparen. Bleiben Sie dran! Außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art liegen nur dann vor, wenn die Ausgaben außergewöhnlich sind, zwangsläufig entstehen, notwendig und angemessen sind, sowie eine finanzielle Belastung für Sie darstellen. Es sind also Kosten, die infolge außergewöhnlicher Lebenssituationen entstehen. Das sind beispielsweise Kosten bei Krankheit oder auch nach Umweltkatastrophen. Hier wird Ihnen allerdings eine zumutbare Belastung angerechnet. Dieser sogenannte Eigenanteil ist bei jedem anders. Er ist abhängig vom Familienstand, von der Anzahl der steuerlich zu berücksichtigten Kinder und vom Gesamtbetrag der Einkünfte. Diese Aufwendungen müssen Sie gegenüber dem Finanzamt nachweisen können. Das bedeutet, dass Sie Belege sammeln müssen. Also beginnen Sie Anfang des Jahres gleich mit dem Sammeln der Belege. Wir schauen uns das mal hier an einem sehr interessanten Beispiel aus der Praxis an. Dieses Beispiel hier ist von einem Rentner-Ehepaar, die zusammen über 53.000 Euro Jahresbruttorente haben und unterm Strich hier unten rechts in der Ecke sehen wir es, nur 162 Euro an das Finanzamt zahlen müssen bei 53.000 Euro Bruttojahresrente. Und der Grundfreibetrag für Verheiratete für 2019 betrug 18.336. 18.336 zu über 53.000 Euro Bruttojahresrente und nur eine Steuerlast von 162 Euro. Wir schauen uns das jetzt mal hier bei den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art an. Bei der Software, die ich verwende, geht dann hier gleich mal ein Auswahlfenster auf, dass Sie ein bisschen Ideen bekommen. Wir gehen mal durch alternative Heilmethoden. Ja, das ist Akupunktur, chinesische Heilkunst und was es da noch alles so gibt. Arztbehandlungen jeglicher Art. Es sind ja etliche Untersuchungen, die man selber bezahlen muss, die nicht mehr im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen vorhanden sind. Dann stehen hier Beerdigungskosten, die sind nur in ganz wenigen Ausnahmefällen steuerlich absetzbar. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Ehepartner verstorben ist und der andere Ehepartner das Erbe ausschlägt, weil er weiß, dass der verstorbene Ehepartner zum Beispiel Schulden hatte oder aus der Privatinsolvenz oder wie auch immer. Oder aber es handelt sich zum Beispiel um eine verstorbene Person, die Sozialhilfeempfänger war und hat nur noch einen Verwandten, eine Schwester oder einen Bruder oder einen Sohn. Und derjenige trägt die Beerdigungskosten, um nicht die Kosten zulasten der Staatskasse zu finanzieren. Also in solchen Extremausnahmefällen sind Beerdigungskosten ausnahmsweise steuerlich absetzbar, in allen normalen Fällen in der Regel nicht. Brille und Sehhilfen. Ja, Sehhilfen, das sind für sehr stark Sehbehinderte spezielle Lesegeräte. Dann Eigenanteil Krankenhauskosten, Fahrscheine für Bahn, Straßenbahn und so weiter, also für öffentliche Verkehrsmittel. Und das, denke ich mal, wird vielen überhaupt nicht bekannt sein, wenn sie jetzt Fahrten zu Ärzten oder ärztlich verordneten Behandlungen haben. Und Sie fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sammeln Sie die Fahrscheine, heben Sie sich die gut auf. Wenn Sie jetzt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil Sie vielleicht auf dem Dorf wohnen und fahren mit dem Auto, dann können Sie auch diese Fahrkosten steuerlich geltend machen. Haben Sie jetzt viele Fahrten im Laufe des Jahres, dann legen Sie sich am besten eine Excel-Tabelle oder auch handschriftlich irgendeine Übersicht an, wo Sie das Datum eintragen, Name und Anschrift und Fachrichtung des Arztes, das Datum und die Kilometer hin und die Kilometer zurück.
Sie können in dem Fall nämlich die Dienstreisepauschale ansetzen und die gefahrenen Kilometer hin mit je 30 Cent berechnen, aber auch zurück mit je 30 Cent. Also nicht vergessen, auch hier kann es sich lohnen, diese Arbeit zu machen. Heilpraktiker hatte ich, glaube ich, oben schon bei alternativen Heilmethoden erwähnt. Kontaktlinsen und Pflegemittel. Ja, bei Kontaktlinsen kann man auch die Pflegemittel steuerlich geltend machen und bei der Brille aber leider nicht das Brillenputztuch. Das geht nicht. Krankengymnastik, die Sie ärztlich verordnet bekommen haben, ja, da leisten Sie in der Regel Zuzahlungen. Auch diese können Sie dann steuerlich geltend machen. Wenn Sie eine Kur verordnet bekommen haben, dann die Kurkosten, das sind Arztkosten, Gebühren, aber auch die Klinikkosten und die Kurtaxe. Nicht dazu gehören natürlich die Kosten für den Fernseher, fürs Telefon, fürs Essen und für das Gläschen Wein am Abend. Dann haben wir Massagebehandlungen, also alles, was ärztlich verordnet ist und Sie zuzahlen müssen. Oder aber Sie können sich auch Massagen verordnen lassen, die Sie vielleicht komplett selber übernehmen müssen. Dann können Sie auch diese Kosten steuerlich geltend machen, aber es muss ärztlich verordnet sein. Das Gleiche gilt bei Medikamenten, ärztlich verordnete Medikamente. Also was Sie frei in der Apotheke kaufen, was unter Barzahlung oft auf den Bons steht, wird nicht anerkannt. Viele bestellen sich auch in der Online-Apotheke im Internet Medikamente. Wenn Sie da keine ärztliche Verordnung für vorzuliegen haben, können Sie die nicht in der Steuererklärung geltend machen. Medizinische Bäder, also eben auch medizinisch notwendig und verordnet. Medizinische Seminare, ja gut, das kann zum Beispiel sein bei stark Übergewichtigen, wo die Krankenkasse Kosten für die Magenverkleinerung übernimmt und Seminare finanziert wegen gesunder Ernährungsweise und so weiter. Ja, Mietwagen, das wäre jetzt ja ein extremer Ausnahmefall. Orthopädische Schuhe und Einlagen, auch hier ärztliche Verordnung und dann die Zuzahlung. Unter Umständen können Sie auch bestimmte Taxifahrten steuerlich geltend machen. Umschulung bei Krankheit, Behinderung, Unterhaltsnachzahlung, Unterstützung in besonderen Fällen. Ja, Wiederbeschaffung bei Hausrat und Kleidung. Das ist der Fall nach Naturkatastrophen. Das kommt schon vor, aber nicht so oft. Sind Sie Beamter und sind beihilfeberechtigt, dann bleibt Ihnen immer ein kleiner Eigenanteil übrig, also Kosten, auf die Sie sitzen bleiben, die können Sie auch hier steuerlich geltend machen. Dann haben wir hier noch das Hörgerät mit Zubehör. Also wenn Sie ein Hörgerät ärztlich verordnet bekommen haben und brauchen denn Zubehör, also Batterien zum Beispiel, dann können Sie natürlich diese Batterien steuerlich geltend machen ohne ärztliche Verordnung. Die modernen Hörgeräte heutzutage haben eigentlich kaum noch Batterien. Aber wenn die sowas haben mit Batterie, dann brauchen sie in dem Fall, wie gesagt, für die Batterien keine Verordnung. So, Zahnarzt, Zahnbehandlung hatten wir schon. Da gehört auch die professionelle Zahnreinigung zu. Ja, und dann jegliche Art von gesetzlicher Zuzahlung. Wir schauen uns das jetzt mal hier an dem Beispiel von dem Rentner-Ehepaar an. Da haben wir hier oben Forderung DAK-Belastungsgrenze. Für den einen 485 Euro, für den anderen 474. Das ist abhängig von der Bruttojahresrente. Das ist denn eine Summe, die Sie an die gesetzliche Krankenkasse zahlen und dann von den restlichen Zuzahlungen im Laufe des Jahres befreit sind. Dieses Rentner-Ehepaar ist zweimal zur Kur gefahren. Wir haben hier zweimal Kurkosten, also Klinikkosten, und hier hatte ich nochmal die Kurkosten extra erfasst. Ein Attest haben sie sich ausstellen lassen, in dem drin steht, dass die Kur medizinisch notwendig ist. Zuzahlungen laut Verordnung, ja, das sind verschiedene Heil- und Hilfsmittel. Hier haben wir auch Hörgerät mit Zubehör. Dann haben sie sich beide, also dieses Paar sind 85 und 90 Jahre alt, die haben sich jeder einen Rollator verordnen lassen, also verordnen lassen. Deswegen können sie auch die Kosten steuerlich geltend machen. Hier haben wir nochmal Zubehör für ein Hörgerät und nochmal ärztlich verordnete Medikamente hier mehrmals, Zahnbehandlungen und Zahnersatz. Und hier habe ich mal Fahrscheine für Bahn, Straßenbahn und so weiter ausgewählt. Hatten die beiden keine Aufwendungen, aber sie können generell
für Fahrten eben zu Fachärzten, zu ärztlich verordneten Terminen können Sie Ihre Fahrkosten geltend machen, entweder in Form der Fahrtickets für öffentliche Verkehrsmittel oder Sie machen sich eine Übersicht per Hand oder per Excel auf dem Computer, wenn Sie mit dem Auto gefahren sind. So, jetzt haben wir hier insgesamt über 5.000 Euro Kosten für außergewöhnliche Belastungen. Hier oben sehen wir die zumutbare Belastung bei Zusammenfahranlagung. Das sind 1.522 Euro. Das bedeutet, diese 5.129 minus 1.522 Euro, diese Differenz verringert das zu versteuernde Einkommen. In diesem Fall ist die Zusammenfahranlagung der Ehepartner steuerlich günstiger. In vielen Fällen bei Arbeitnehmern ist das oft so, dass eine Einzelveranlagung bei Ehegatten sinnvoller ist. Und dann ist hier schon genau aufgegliedert, welche zumutbare Belastung für den Ehemann und für die Ehefrau ist. Wenn sowas ist oder Sie sind sich nicht sicher, dann wählen Sie hier bei der Erfassung der Belege, ob es den Mann oder die Frau betrifft, sofern Sie jetzt diese Software benutzen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie haben oder wie Sie das machen. Dann kann man genau sehen, ob einer drüber kommt. Es kann zum Beispiel sein, dass er insgesamt 1.500 Euro Kosten für außergewöhnliche Belastungen hatten und die betreffen alle zum Beispiel den Ehemann. Dann sind das 622 Euro, nämlich die Differenz von hier zu hier, die Sie in Ihrer Steuererklärung geltend machen können. Ja, das war jetzt mal hier ein extremer Fall aus der Praxis. Wie gesagt, über 53.000 Euro Bruttojahresrente und insgesamt nur eine Nachzahlung von 162 Euro, also eine Steuerlast insgesamt. Die haben auch keine Vorauszahlungen. Erstmal durch außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art, aber in dem Beispiel waren hier auch noch andere Posten, haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerrechnungen und Nebenkosten. Rechnung für die Wohnung. Ja, das war's. Wenn Sie mehr solche Beispiele aus der Praxis wissen möchten, ja, dann lassen Sie es in den Kommentaren mich wissen. Schreiben Sie es rein, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Geben Sie einen Daumen hoch und dann geht's weiter im nächsten Video. Lassen Sie sich überraschen. Es wird wieder ein Beispiel aus der Praxis.